Willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. So. Was wollten wir nochmal machen? Oder was mussten wir nochmal machen? Wir mussten, glaube ich, Claudia, die alte, einen Besuch abstatten. Das machen wir doch gleich mal. So. Hier hoch. Zack. Und da ebenfalls. Und mal gucken, was die so zu sagen hat. Ach, die ist wieder bei dem Raum, wo unsere Mama ist. Genau da oben da. Oder? Oder ist sie da? Oder ist sie hier? Ach, die ist unten. Was macht die da? Machst du jetzt Schulaufgaben oder was? Hausaufgaben? Hallo, Claudia. Unser Onkel ist ein Monster. Das ist unerhört. Wie? Was ist geschehen? Er lässt mich arbeiten. Wenn Vater hier wäre, müsste ich sicher nicht hinter einem Schreibtisch sitzen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Versklavung? Da jemand entschieden hat, hier zu bleiben, hat Onkel Mario vorgeschlagen, dass wir Geld verdienen, um die Villa zu reparieren. Aber es gibt kein Geld. Ich wette, dass ich dir Geld bringen kann. Oh, klasse. Mehr Arbeit für mich. Nun gut. Wenn du anfängst, für Verbesserungen in der Stadt zu zahlen, werde ich alles in diesem Buch festhalten. Und da ich nichts Besseres zu tun habe, notiere ich auch alles, was du von anderswo mitbringst. Wenn du es schaffst, diesen Ort ans Laufen zu bringen, werden Reisende zu Besuch kommen und Geld ausgeben, obwohl viele den Weg aus der Stadt scheuen werden. Aber wenn sie kommen, sammle ich alles verdiente Geld in dieser Kiste. Du wirst selbst herkommen müssen, um das Geld zur Bank zu bringen. Wenn die Kiste voll ist, nehme ich mir sonst selbst den Überschuss. Capito? Abgemacht. Okay. So, was ist das jetzt hier? Geschäfte? Vollendung 1%. Ja, das ist ja prima. Also heißt, wir müssen die Stadt Monteriggioni auf Vordermann bringen. Ja, das machen wir doch glatt. Können wir schon hier was machen mit unserem Geld, was wir schon verdient haben? Oder? Ach Mensch, wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Der war die ganze Zeit nicht da. Auf einmal ist er da. Ja. Na, dann begrüßen wir mal den Alten. Was willst du denn jetzt hier? Buongiorno. Stimmt etwas nicht? Sir Mario heuerte mich an, um mich um alles zu kümmern. Aber ich bin Architekt und kein Zauberer. Ohne Geld kann ich keines dieser Gebäude reparieren. Und wenn euch jemand Geld brächte? Dann wären wir im Geschäft. Ihr seid sicher Sir Ezio. Hab ich recht? Onkel, das ist mal ein cleveres Bürschchen. Er ist sehr aufmerksam, wenn er Geld riecht. Wenn ihr diese Stadt aufbauen wollt, brauche ich es. Ich habe hier eine Preisliste für neue Läden und Renovierungen. Bringt mir Gold, trefft eine Wahl und ich fange sofort an. Wenn ich einen Laden baue, könnt ihr als Besitzer die Ware dort zu niedrigen Preisen erwerben. Investiert ihr mehr Geld in den Laden, wird der Rabatt größer. Die Renovierungen, nun, sie bringen das Leben zurück in die Stadt und in die Villa. Und wie Sir Mario mir erzählte, war das eurem Ur-Urgroßvater sehr wichtig. Außerdem führen neue Läden und Renovierungen dazu, dass mehr Menschen zu Besuch kommen, wodurch euer Einkommen steigt. Wollen wir uns das einmal ansehen? Aber klar doch, was ist das jetzt hier? Spielen wir jetzt ein bisschen Monopoly oder was? So, das ist mein kleines Häuschen. So, das ist hier. Das mache ich jetzt zum Hotel. Ne, Quatsch. Was hauen wir denn hoch? Dieser Händler verkauft Kunstwerke. Die Renovierung dieser Geschäfts steigert den Wert der Stadt. Die Renovierung der Bank steigert den Wert der Stadt enorm. Bordell, na, das müssen wir natürlich erstmal renovieren. Also, da kenne ich nichts. Also, ein gutes Bordell muss in der Stadt. Ja, wisst ihr schon, ne? Ne, Quatsch. Steigert den Wert der Stadt. 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 Ja, dann machen wir auch noch die Mine hier klar. Aber eigentlich wäre das doch besser, wenn wir den Waffenhändler da, den Schmied also, renovieren. Ah, oh, ich hab die ganze Zeit nicht da unten geguckt. Da steht ja 10% Rabatt, also 15% Rabatt. Also heißt wahrscheinlich, wenn wir zum Schmied gehen, dann haben wir, ja, dann kostet es nicht so teuer für uns. So, you know? Ach, egal. Auf jeden Fall können wir uns das nicht mehr kaufen. Egal, dann werde ich hier noch die Militärkaserne. Komm, wir kaufen uns einen Brunnen. So, einen Brunnen. Ja, komm. Einen schönen Brunnen.
So, den hätten wir jetzt auch gekauft. Zurück. Buon viaggio! Ja, haust rein. Hatte, tschüss. So, damit wären wir auch mit der Renovierung fertig. Bei 5 Minuten sind wir gerade, also haben wir noch genug Zeit. Wir müssten noch hier... Ich gehe mal kurz zum Brunnen. Den haben wir gerade aufgemacht, habe ich gesehen. Was ist denn da jetzt da drin? Was können wir denn hier machen? Oh, Geld! Hat sich echt gelohnt, den Brunnen hier zu renovieren. Ich will da hoch. Geld, 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 Geld. Ich bin geldgeil. Ich bin geldgeil. Ich bin einfach nur geldgeil. Bei SSS Suite. So. Jetzt noch hier rüber. Und ich hoffe, da hält er sich fest. Perfekt, lieber Ezio. Und jetzt nach da, glaube ich, genau. Und einfach so rüber, ne? Und was hier? Hier ist noch gar nichts. Kann ich da hoch? Ja, nee. Jetzt hier lang. Jetzt einfach hier rüber springen, würde ich mal sagen. Genau. Jetzt einfach so. Und so. Und da wären wir schon bei den Kisten. Und wie viel Geld ist denn bei der ersten Kiste hier drin? 300 Florin. Mein lieber Scholli, geil. Und nochmal 300. Jawohl, 302 sogar. Und sonst ist der Brunnen hier für einen Arsch, oder was? Nach oben können wir jedenfalls nicht. Nach unten gibt es auch nichts. Das ist nur ein bisschen Wasser da unten. Ja. Also wie gesagt, wirklich für einen Arsch. Nur halt für die Kisten da vorne. Hm. Naja, egal. Gehen wir wieder weg vom Brunnen. Raus vom Brunnen hier, komm. So, na, komm. Danke. Jetzt hier hoch. So, und was nun? Ah, Moment. Oder, nee. Gehen wir mal wieder zu Monterey Juni hier, Villa, den Dingens da rein. In der Villa. Ich glaube, wir müssen zu. Zu wem müssen wir eigentlich? Zu Onkel Mario, glaube ich, oder? Ja, zu Onkel Mario. Hey. Ezio, mein Junge. Ich glaube, ich sollte dir endlich etwas zeigen. What the fuck? Du willst mir aber bitte nicht deine Pornosammlung zeigen jetzt oder so, oder? Bitte nicht. Jetzt geht's ab in den Porno-Keller. Ab geht es. Bitte nach dir, Onkel Mario. Ich kenne den Weg nicht. Es geht immer weiter runter, immer tiefer, immer weiter. Und da wären wir auch schon. Mensch, sieht es hier geil aus. Alter Schwede. Dies ist unser Altarraum. Er wurde von meinem Urgroßvater erbaut, um das Angedenken der Assassinen zu ehren und ihre Geheimnisse zu schützen. Sieh dich um. Das sind die Assassinen, die in der Stunde der Not die Freiheit der Menschen schützten. Und das ist die Rüstung von Altair. What? Wenig ist über Altairs Leben bekannt. Doch seine Rüstung ist leicht und doch stark. Ich würde sie dir geben, aber ich weiß nicht wie. Mein Urgroßvater erzählte mir, dass sie verschlossen bleiben würde, bis all ihre Beschützer wieder komplett wären. Ich hörte Gerüchte über Krypten in ganz Italien. Versteckte Gräber mit Schätzen gefüllt, in denen diese 6 vor Jahrhunderten begraben wurden. Vielleicht hat das was damit zu tun. Als ich jünger war, suchte ich selbst nach den 6. Ohne Erfolg. Vielleicht hast du mehr Glück. Na, mal gucken. Ich guck mich aber als... Um perfekte Synchronität mit Ezio zu erreichen, brauchst du diese Rüstung. Ja. Noch was? Also, was wollte ich gerade sagen? Danke, Rebecca, dass du mir so eine tolle Information gegeben hast, ey. Für den Arsch. Ja, untersuchen wir mal hier diesen alten hier. Indianer. So... Schön. Und jetzt darf ich jetzt hier weg oder was ist nun? Achso, Ende so. Okay. Und wer ist das hier? Was ist denn das hier? Xerxes, okay. So, gehen wir mal zum nächsten. Wer ist der hier? Wayu. 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 Ne, die Statue von doch Wayu. Das ist ein Assassine von China und wer ist die hier? Statue von Amunet. Ich möchte gerne angucken. Danke. Amunet.
aus Ägypten. Und wer ist das? Oder wer ist die? Statue von Iltani. Was? Iltani? Ja, Iltani. Keine Ahnung. Aus Babylon. So, gehen wir mal zum nächsten. Das ist hier Leonius. Leonius, genau. Aus Rom. So, damit hätten wir schon mal die ganzen Assassinen hier. Und da ist Altairs Rüstung. Will haben. Will haben. Okay. So, gehen wir mal wieder nach oben. Onkel Mario hat sich auch schon wieder verzogen. So. Und da wären wir schon wieder draußen. Was muss ich denn jetzt hier machen? Codex-Seite, kann ich hier ran? Ja, interagieren. So. Was? Nee. Ich dachte, wir hauen jetzt unsere Codex-Seiten daran. Aber haben wir schon gemacht anscheinend. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal zum Ausrufezeichen. Oder Moment. Wisst ihr was? Ich mache mal ein kleines Suchspiel. Und zwar suche ich jetzt mal die ganzen Statuen wegen. Hier sind noch zwei oder so. Obwohl, wisst ihr was? Ich werde mal einfach mal die Statuen, die wir gefunden haben, schon einsetzen. Und dann zeige ich euch gleich auch mal, wofür die Statuen denn gut waren. Denn die waren gut für... Moment, ich hoffe, ich darf das machen. Irgendwie darf ich damit nichts machen. Kann ich hiermit was machen, so? Da. Da habe ich jetzt gerade die Statue aufgehauen, die wir gefunden haben. Aber wir haben ja noch eine gefunden. So. Ne, auf jeden Fall nicht da. Der nimmt zu diesem Teil. Und Bams. So, jetzt bräuchten wir natürlich noch ein paar. Und die versuche ich jetzt erstmal zu finden. Das ist auf jeden Fall mehr oder weniger blind, wegen habe ich ganz vergessen, wo die waren. Das behalte ich natürlich nicht so wirklich. Moment. Ich suche mal alles hier ab. Bei 12 Minuten sind wir gleich. Beziehungsweise sind wir schon. Also heißt, ich müsste auch mal immer wieder auf die Uhr gucken. Und dann auch gleich mal den Part beenden, bevor wir über 15 Minuten oder so sind. Das ist nämlich nicht so schön. Ich glaube, hier war... Moment, es hat gerade geglitzert. Glaube ich. Oder? Nee. Aha, hat doch geglitzert anscheinend. Habe ich doch richtig gehört, aber ich komme da glaube ich gar nicht nach oben, oder? Nee, von hier auf jeden Fall nicht. Von der Seite? Nee, auch nicht. Ach, egal. Suche ich weiter nach den Statuen. Bevor welche Leute schreien, werden sie rollen. Die Statue ist da und da und die Statue ist da und da. Wenn ich die jetzt nicht alle finde, das braucht ihr nicht zu schreiben, denn ich habe dann schon, wenn dieser Part oben ist, schon sicher mehrere Parts aufgenommen und dann habe ich auf jeden Fall schon die Statue gefunden. Also braucht ihr mir nicht sowas wie Tipps geben oder so. Aber ich habe hier irgendwie was glitzern gehört und ich glaube, hier müsste auch... Ne, irgendwie doch nicht schade. Ich dachte, hier wäre eine Statue. Ja. Doch, Manneskraft. Ah, das ist ja das Bordell, das wir renoviert haben. Ich habe das Bordell renoviert, Schätzelein. Komm schon, komm schon, komm schon. Gib mir eine Belohnung dafür. Eben nicht. 14 Minuten sind wir gerade. Oh, oh. Na, wo ist noch eine Statue hier? Da war auf jeden Fall eine, die wir gefunden haben. Das ist schon mal klar. Ah, Moment. Ah, wie komme ich in die Kirche rein? Ich habe was glitzern gehört. Ah, die Statuen glitzern auch. Cool. Damit hätten wir die Minerva-Statue. Und da ist sogar noch eine Kiste. Die wir uns natürlich auch gleich mal nehmen werden. Money, money, money und so. Und da komme ich nicht ran, so. Schade. Moment, aber ich werde jetzt erstmal diesen Part beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Assassin's Creed 2 wieder. Bye, bye.